Hi Leute, ich bin Mailand und willkommen zurück zur Propellermütze. Im neuen Update 1.22 diese Woche gab es eine Menge Fahrzeugüberarbeitungen. Manche Panzer wurden gebufft, andere wurden genervt. In diesem Video gibt es Gameplay zu den drei Achtern, die meiner Meinung nach am meisten von diesen Buffs profitiert haben. Dazu zählen der VKA, ein deutscher Stufe 8 Heavy, der Patriot, ein Stufe 8 Premium Heavy der Amis, bei welchem SWG vielleicht schon fast ein bisschen zu gut gemeint hat, und die Turtle, ein Stufe 8 Jagdpanzer der Briten, eine Mini Tortoise oder der Mini Keiler, bei dem SWG definitiv zu gut gemeint hat. Das Ding geht nur richtig ab. Falls ihr gerne hier bei der Propellermütze zuschaut, euch gesund und bewusst ernährt und diesen Kanal gerne weiter unterstützen würdet, dann schaut doch gerne mal bei meinem Partner Löwenanteil vorbei. Die bieten gesunde, aber vor allem nährstoffreiche Mahlzeiten an, welche schnell im Topf oder Mikrowelle zubereitet werden können. Für jeden, der wie ich in der Hektik des Alltags nicht zum Kochen kommt, aber sich trotzdem nicht mit billigem Junkfood vollstopfen möchte, ist das genau das Richtige. Von vegan bis zu fleischhaltig ist für jedermann etwas dabei. Dazu Reis, Pasta oder einfach Brot und ihr habt gleich zwei vollwertige Mahlzeiten aus einem Glas. Für Vegetarier unter uns kann ich besonders den Berglinseneintopf empfehlen und für alle Fleischliebhaber probiert mal das Chipotle Chili. Und nicht vergessen, mit Code Mailand könnt ihr 10% sparen. Guten Appetit! Da oben steht halt irgendwie der Streitwagen drin, ne? Da in dem Gebüsch. Wie sie alle hocken da. Scout ist im Süden. Light, that is not your place! Sagt der campende Leopard im Top-Tier. Das war ein guter Blindshot von unserer AP. Ja. Im Süden sind zwei Gegner, dann weiß ich ganz genau, wie das im gegnerischen Team aussieht. Der wird genauso hardcore gekämpft. Spotting, geil. Ja, hast du. Alter, Alter. Wird der jetzt hinterher oder was? Natürlich wird der da. Doch nicht. Mach deinen ersten und letzten Schuss, dann bist du tot. Ne? Tschüss. Yep. Krasser Scheiß, Alter. Ich hab Bock, die ganzen gegnerischen TDs wegzublinden, ne? Die stehen da in den Gebüschen drin. Angesetzt. Das war kein Hit, okay. Was? Sollte da nicht alles voll stehen? Okay, auch wieder kein Treffer. Der Borghetto, der macht hier gerade Freeplay, ne? Der fährt hier hin und her, wie er lustig ist. Alter, jetzt haben wir im Süden die drei Fahrzeuge verloren und guckt euch mal unsere TDs an. Die fahren gerade alle zurück. Wahrscheinlich, weil der ELC in die Mitte gefahren ist und die alle gespottet wurden, ne? Ja. Klassiker auf der Karte. Ein Garde ist da unterwegs. Okay, da muss ich der Grille mal helfen, ne? Könnte der selbst auch versuchen, mit Zelt. Grille, fang dir lieber einen vom Garde als den gesamten Clip von Progetto. Am Garde, dein Ernst. Hold up, wurde das hier nicht auch umgebaut?
Ja, das wird witzig jetzt. Guck mal hier. Da lebt nur noch eine Arti, die anderen beiden Zehner sind schon down. Und dann noch eine Menge TDs. Der Light, ne? Ich denke, wenn der gegnerische Light tot ist, dann ist Feierabend fürs Gegnerteam. Ja, es kann gut sein, dass der schon irgendwo da steht. Der Evan, der wird irgendwo in der Mitte schon unterwegs sein, der Evan. Dann halte ich mich mal hier auf, weil hier kann ich gut safe stehen. Und jeder, der hier vorbei will, der muss mir Eintritt zahlen. Ah, die holen da jetzt hinten drunter durch, oder wie? Aber die kommen da nicht durch bei so vielen TDs in unserem Team. Also der Elan. Oh mein Gott, 4,67. Die HE fliegt zu schnell, oder? 1050 Meter die Sekunde auf einer HE, auf einem Achter. Das ist verdammt schnell. Also wirklich, das ist verdammt, verdammt schnell. Wahnsinn. Ich möchte nicht zu weit zurückfahren, dass mich der Sturzwagen sieht, aber ich möchte gleichzeitig den Leo spotten, falls er da zurückfährt. Hier ist, glaube ich, okay. Krasser Scheiß, ey. Okay, immerhin getrackt, dann. Nein, der Preis hat es nicht geschafft. Nice, okay, Alter, die Gun, ey. Wahnsinn. Also, ich möchte die Gun jetzt nicht vorm Ende des Gefechts loben. Aber holy moly. Für einen Achter geht das richtig gut ab. Und das ist noch kein verbessertes Equipment. Gut, das sind Feldmods, aber noch kein rotes oder lila Equip. Damit geht das noch mal ganz anders ab, das Gerät. Ich helfe, ich helfe, ich helfe. So, ich bin drauf, ich helfe dir, ne? Nice. Der könnte halt jetzt überall stehen, ne? Wird wahrscheinlich in diesem Gebüsch drin, in dieser Gebüschreihe drin stehen. Schwierig. Okay. Ja, den Sturzwagen frontal pushen ist eine dumme Idee. Das wird nichts. Der nimmt mich auseinander und ich kann den nicht wirklich zuverlässig pennen. Oh mein Gott, er schreibt Loading HE. Okay, aber in der Tat gar nicht so dumm, ne? Schar hat einen HE-Clip dabei, gut. Ja. Das ist schon wieder so weit voraus meinem Brain, dass ich überhaupt nicht, komprehenden kann. Die Arti schreibt, Stritzwagen ist out of range. I can't move because of ELC, du kannst moven. Obwohl, ja, vielleicht doch nicht. Ja, der ELC steht hier drin. Jetzt versucht der Waffenträger, den ELC rauszunehmen. Der wird dabei einfach sterben. Der Schar, der soll den Skorpion killen, hinten rumfahren und gut ist. Die Jungs machen das schon wieder so kompliziert. Ja, zu raten. Dann schließe ich mal zum Haus ab. Ja. Ich werde dann den nächsten Schritt machen und hier ans Haus unten ran pushen. Dieser Hai, Wahnsinn. Das ist das Gebäude.
Links, 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 links. Oder scharf rechts. Was? Also ich bin ja die ganze Zeit hier am Snipen. Das ist nicht mal die Stärke der Tortoise. Oder der Turtle. Das ist ja jetzt kein Skorpion G oder Su-130 oder Kanonenjagdpanzer. Das ist ja eigentlich ein Nahkampf-TD. Aber funktioniert hervorragend. Macht richtig Bock, der Gerät. Die waren jetzt dem Schader hinterher, dem ERC hinterher, Jodo. Na gut, sonst. Also. Sehr geil. Super Pershing wurde auch gebufft? No. Hä? Schon wieder? Unsere Jungs im Süden, die können auch einfach durchfahren und das dann klären, wenn fertig ist. Gut, ich nehme an, dass die beiden anderen TDs hinten auf K1 drinstehen. Hinten im Wald drinstehen. Kassiere ich jetzt, wenn ich hier hochfahre und offen bin, ne? Oh Gott, der Leo ist draufgegangen. Der Typ hat ja gerade noch 1000 HP. Ah ja. Da ist ein Scope. Gut für mich. Eine HE mehr, sonst hätte ich jetzt einfach mit einer HE gedoinkt. Sehr schön. So, steht der Kanon jetzt gleich hinter mir? Der ist mobil, der kann mich flankieren, wie er witzig ist. Oh mein Gott, diese Gun ist Wahnsinn. Einen Tracer sehe. Die lädt, glaube ich, gerade. Ah, der muss gucken. Hoffentlich rennt die jetzt nicht weg, ne? Aber ganz entspannt geklärt hier die Runde. Letztendlich hat es der Schar nicht schlecht gemacht, ne? Hat das kontrolliert runtergespielt? Der wusste, was er tut, glaube ich. Hat es mit Verstand gespielt, hat man selten. Geiler Scheiß. Die geht wirklich gut ab, die Gun. Also, krass. Schon grenzwertig für Stufe 8. Also jetzt nicht so wie eine Su-130 PM mit Massiv Alpha und Pen und so weiter. Aber das Gesamtpaket ist einfach mega gut. Ne, also Genauigkeit, Einziehzeit, Gunhandling, Durchschlag, Alpha, DPM. Das ist eine super Kombination oder Paket aus allen Eigenschaften. Macht richtig Bock. Krass. Also Turtle kann ich empfehlen, Leute. Kann ich wärmstens empfehlen. Ja, die Wendegeschwindigkeit merkt man auch. Fühlt sich, steuert sich viel direkter. Klasse. Gunnling, ey. Wow. Das ist so Renegade Gunnling jetzt, ne? Cool. So, jetzt kommt... Ach, genau. Da ist ja eigentlich jetzt der neue Weg, um reinzufahren. Ich fahre ja noch den alten Weg quer über die Map. Ah, gut. Ich guck mal. Hier wurde jetzt nichts groß verändert mit den Häusern, ne?
gut, aber man kann jetzt hier unten safe lang pushen, ne? Ich bin mir nicht sicher, was er versucht. Jo, was geht denn hier bitte nicht, Leute? Gejodel sein Urgroßvater hier. Okay, da hinten muss ich mal gucken, wie sich das da verhält. Kann man die Häuser zerstören von den TDs? Ja, ich glaube schon. Okay, krass, wie direkt man jetzt hier einfach reinpushen kann. Leute, das Haus kann man zerstören, bin ich mir ziemlich sicher. Hallo, na? Ja, der ist auch jetzt blöd gelaufen, ne? Tut mir leid für dich. Sehr schön, Caliban steht ja noch rum. Da ist kein mehr. Nachgeladen, glaube ich. Hallo. Ja. Double Track kommt nicht weg, die Ratte. Wichtiger Kill. So. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie sich das da im Bahnhof, da mit dem Bahnhof aus dem Norden verhält. Aber ich mach mal Piano hier mit ranfahren. Ich glaube, die können ja immer noch alle hier runter. Ah, nee. Warte. Ich sehe gar nicht durch. Okay, das müssen wir uns mal im Detail näher anschauen, meine ich. Das sieht komplett anders aus. Jetzt. Der steht komplett offen, ne? Der steht nur hinter dieser Mauer. Genau. Das ist auch sein Heck. Ach so. Der war die ganze Zeit in einem Paralleluniversum unterwegs. Er spottet mich nicht durch die Mauer. Smart hat es kaputt geschossen, um mich zu spotten. Ich muss sagen, vom Spielstil her trifft das ziemlich gut meinen Geschmack jetzt mit diesem Panzer hier. T69. Oh, das Ding geht gut ab da. Hallo? Bist du da oben oder da hinten? Bist du vielleicht hinter der Basis? Könnte auch sein. E1 in dem Haus. Da hinten natürlich. Oh, der pusht jetzt in unsere Richtung. Alles klar. 5K Damage, gut. BZ slippt den T69 kurz weg. Kanon macht auch noch einen. Ha? Was ist das? Ich dachte, ich könnte ihn jetzt killen. Oh. Okay. Ich habe die Map hier gar nicht wiedererkannt im Norden.
Die Schusskanäle sind ja komplett anders jetzt. Das erklärt auch, warum er da unspotted hinten langfahren konnte. Normalerweise konnte man aus dem Bahnhof ja alles spotten, was hinten durchpusht. Aber durch diesen Wall da oder durch diesen Schutt ist das jetzt nicht mehr möglich. Alter, krass, okay. Das war mal eine Runde, wa? Das war das Menü des Tages. Sonderangebot Gegner. 1944 Basic Speed. Okay, das war gar nicht so wenig. Nehm ihn mit. Schön. Was hat die Premium an Durchschlag? Die war, glaube ich, auch... Ja, 244, das ist nicht gut. Scheiße, Mann. Wenn man bedenkt, ne? Andere 8er Premium Heavys haben 270 Pen. Aber ja, tatsächlich haben die 8er Heavys den schlechtesten Premium-Durchschlag, so im Schnitt, ne? Also, Lights mal außen vor gelassen, aber verglichen mit Mediums und verglichen mit TDs stinken die Lights, die Heavys so ein bisschen ab. Ach, ein Emir halt, Ando. Dann können wir ja eigentlich hier auch gleich einpacken, ne? Was will ich gegen den Emir? Mit dem niedrigen Premium Pen kann ich seinen Turm nicht durchschlagen. Jetzt kommt der Bug da hinten. Ach, scheiße, tut mir leid. Ja. Jagd eh. Fordert sein erstes Opfer ein hier. Ja, Leute, wir sollten jetzt vielleicht nicht alle hier nach unten fahren, ne? Schönes Ding. Der pickt da nicht nochmal. Der ist kann ihn killen. Ich versuche den CS zu retten. Sind beide aufgerückt, ne? Der andere Stroder und der Emir sind beide aufgerückt. Obwohl, ne, die baden. Ach, der eine zumindest badet. Nicht getroffen, okay. Haha. Der Emir hat gleich ein Problem. Du hast ihn. Doppelschuss. Execution. Emi minus 3. Ja, also Kanone fühlt sich sehr snappy an und das ist gut. Das ist wirklich nicht verkehrt. So. Jetzt kommt der Härtetest, Leute. Jagd eh halt an. Sollte man den pieken oder sollte man ihn nicht pieken? Durchschlägt mich sicherlich nicht. Aber der guckt ja nicht mal in meine Richtung. Okay. Hier ist er. Wahrscheinlich den da zu durchschlagen, ne? Okay, ich fahr mal ganz hinten lang, da kann ich den Jagd da zumindest nerven. Aber unsere Leute sollten sich auf den Base-Dev fokussieren. Das ist immer blöd, wenn man hier unten lang fährt. Da denken alles geht vorwärts. Dabei will ich doch hier nur die Flanke kurz lahmlegen und nicht weiter pushen. So weit, so gut, ne? Wir sind voll auf Ace-Tanker-Kurs. Und damit habe ich es gejinxt. Das ist alles schon offen gewesen. Gut zu wissen. Ja. What the f-
ist der da gerade rückwärts einfach drüber gefahren, ne? Hallo? Hallo? Bin ich der Einzige hier? Lol, den hat er gerade verkackt. Richtig. Meine Güte, ey, was eine Geburt mit dem Jagd-E hier, du. Was eine Geburt mit dem Jagd-E. Der ist gerade drüber gefahren über diesen ELC, ne? Einfach drauf. Kanone fühlt sich snappy an, das ist gut. Also, die Gun gefällt mir. Natürlich ist die Tiger 2 Gun immer noch besser, keine Frage. Aber so von der Art her ist die Gun schon cool. Geht in eine gute Richtung. Nicht verkehrt. Guter Schuss, mein Mann. Ich werde dem nur Angst einjagen. Was machen die Leute dahinter mir eigentlich? Was machst du da? Da ist kein Medium zurückgekommen. Also, gut. Ich denke, da ist noch irgendwo ein Medium auf dem Rückweg. Die werden uns längst gespottet da oben, ne? Ha. Nee, Gun hat immer noch 320 Alpha, also. Im direkten Vergleich mit dem Tiger 2 stinkt der Tank leider immer noch ab, denke ich. Gun ist in jeder Hinsicht einfach schlechter. Also es ist keine Scheiß-Gun, aber kommt halt nicht an den Tiger 2 ran. Panzerung ist auf jeden Fall auch nicht das, was der Tiger 2 zu bieten hat. Die Mobilität, na gut, ne, ist halt besser, aber nicht so, dass man jetzt sagt, krass, was ein Medium, was ein E50M. Dafür hat viel Mobil. Man darf Tiger 2 nicht unterschätzen, der ist nicht langsam. Also der hat ein schlechtes Power-to-Weight-Ratio, aber wenn das Ding einmal rollt, dann rollt das Ding. Das ist die Top Gun vom Jagdpanther, richtig. Und das ist halt ein bisschen mau, ne? Gut. Ja, also wenn das ein Ace-Tanker ist, dann sage ich mal, hat es weniger am Panzer, sondern mehr am Team. Oder am Gegnerteam gelegen, dass wir die in einer Tour überfahren haben. Ja, nice. Gute Runde. Ja. Also sollte man jetzt vielleicht nicht ganz für voll nehmen hier. Der Akim, der hat abgeräumt da. Den Even überfahren. Der hätte uns fast im Süden alle noch rasiert dort. Gamer. Heißt jetzt aber nicht, dass das Ding ultra schnell ist, deswegen. Aber schadet dem. Schadet natürlich nicht, ne? Also, keine Frage. Oh, Leute. Really? Really? Ich glaube, der ELC steht richtig im Busch drin. Zwei Lights im Gegnerteam, beide nach 50 Sekunden tot. Oh, tut mir leid, Gegner. Bleib stehen? Oh, er bleibt stehen. Dann gibt es eine Schelle hier quer über die Map. Alles klar, unser Lynx, du bist. Du bist deppert. Bist deppert. Junge, what the fuck? Der Lynx! Junge, das Gefecht läuft erst seit anderthalb Minuten. Du kannst ja nicht schon in der Gegnerbasis stehen. Da ist nichts! Guck dich da! Ey, alle, das ist. Leute, das sind Patch-D-Memes hier. Kurz den Skorpion aus der Farbe nehmen. Schau, das sah aber gut aus. Das Objekt killen und dann hier ran an die Rails. Da stehen 10 Panzer am Hügel. Lol, das Objekt steht vor mir im Busch. Das ist mal kurz safern vom Hügel hier. Spezialist das Objekt. Dankeschön. Dankeschön.
Was ist das für eine Prokhorovka, bitte? Prokhorovka-Runde. Hey, alles leicht gepanzert. Ja gut, bis auf den E5. Was ist das für ein Gefecht? Jetzt, komm, 1000er Schelle mit HE. 581. So, hallo Jungs. Ich bin der Neue hier und ich würde euch gerne alle spotten. Schrotflinte, der Tank, ich sag's euch. Gut, aber ich erinnere mich, ich hab das andere Setup gar nicht benutzt, ne? Genau, man hat einen Nahkampf- und einen Fernkampf-Setup. So war das bei dem Tank. Genauigkeit ist nicht gut. Der links da unten ist immer noch am Jodeln da. Kunze, du hast bestimmt auch noch zu fliegen, oder? Okay, also ich kann mich... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine Runde auf Proko hatte. Verrückt. B steht dahinter. Batchet Jodel 3, jawohl. Ach, Standard B Kunze meine ich jetzt, ist ein kommt der mit. Da ist die Lücke. Warte! Der war doch perfekt geaimt, oder? Sah mir zumindest so aus. Anscheinend war er nicht perfekt geaimt. Ach, dammit. Wir vergessen die Runde einfach, Leute, okay? Was macht der Batchet dort? Jetzt rammelt er sich in die Batchet. Hey. Wir vergessen die Runde einfach so, wie sie war, ne? Eieieiei. Meine Güte, du, was war das bitte, ey?